Moin moin aus dem Norden. Ich habe wieder mal eine Low-Carb-Phase bzw. Low-Carb-Programm. Das ist schon länger her. Ich habe zugenommen, muss weg. Und dazu mache ich ein, ja, Zucchini-Gratin-Auflauf, kann man nennen, wie man will. Auf jeden Fall ist das Low-Carb. Und ich habe schon mal den Backofen vorgeheizt auf 200 Grad Umluft. Oder heiz den gerade vor. So, und dann brauche ich Auflaufform, Käse, ich habe Bergkäse, eine Salami, da kann man nehmen, was man bevorzugt. Dann habe ich hier zwei relativ große Zucchini, vier Eier, das sind M-Eier, ein Becher Creme Fraiche. Man kann auch Milch, aber das oder Sahne nehmen, aber ich finde, das wird zu flüssig. Dann habe ich Salz. Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Die Zucchini habe ich gewaschen und ich mag jetzt dieses schwammige Kernzeugs nicht hier drin und deswegen schneide ich die in der Mitte auf und löse das hier so ein bisschen grob aus. Mir ist das nachher so weich und schwammig. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Video gesagt. Das mag ich persönlich nicht, aber wer kein Problem damit hat, der braucht das natürlich nicht zu machen. Und die Zucchini schneide ich mir hier so in so grobe Streifen und dann in solche Stücke und gebe die gleich in die Auflaufform. Die Mettwurst habe ich in so Scheiben runtergeschnitten und schneide mir die in etwas kleinere Würfel, dass man nicht so eine großen Stücke im Mund hat. Ich gebe hier schon mal ein bisschen Salz und Pfeffer drüber, nicht zu viel wegen der Mettwurst. Und Käse kommt hier auch noch darüber und ins Creme Fraiche auch. Aber Pfeffer darf ruhig ordentlich. Das mache ich gleich noch ein bisschen von oben und dann vermische ich mir das Ganze hier, dass das so überall verteilt ist. Das ist für zwei Personen das Rezept. Also wenn man hier satt werden will bei Low Carb, da braucht man schon ein bisschen mehr Menge als wenn man Kartoffeln oder Nudeln hat. Jetzt habe ich das Creme Fraiche und die Eier, Muskat, nur eine Prise Salz und Pfeffer hier reingegeben und vermische mir das jetzt. Ich gebe jetzt hier meine Eiercreme Fraiche hier drüber. Wie gesagt, mit Milch wird das zu flüssig. Müsst ihr ausprobieren, sonst eventuell ein Ei mehr nehmen. Aber ich finde, vier Eier ist schon genug. Das sind für jeden zwei Eier. Und jetzt habe ich hier meinen geraffelten Bergkäse. Ich raffle den immer selber. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt gar keine Zeit hat, diesen fertig gestifteten kaufen. Aber für mich persönlich schmeckt der nach nichts. Ich mag es gerne sehr würzig, aber das ist halt wirklich Geschmackssache. Wir essen auch gerne stark geräuchert, aber das mag nicht jeder. So, und das kommt jetzt in den Backofen. Der ist jetzt inzwischen fertig vorgeheizt. Und da so 20 Minuten, je nachdem, wie braun ihr das haben wollt. Ja, mein Zucchini-Auflauf frisch aus dem Ofen, das brodelt noch. Ich habe die letzten 5 Minuten den Grill noch dazu geschaltet und jetzt kann ich mir das auffüllen. Guten Appetit bei diesem schönen, leckeren Low-Carb-Essen. Man kann das natürlich auch noch ein paar Minuten länger drin lassen, das ist Geschmackssache. Danke fürs Zuschauen und gebt mir doch ein Like und abonniert mich, wenn ihr mögt. Ich danke euch. Tschüss.